So, servus miteinander. Heute möchte ich euch die Bora Speedhorse XT vorstellen und meinen Eindruck dazu übermitteln. Und zwar war ich dann auf der Suche nach ordentlichen Bausteinen weg und war da immer unzufrieden, weil wenn du das aus Holz baust, jeder kennt es, die haben super unkamper, du kriegst das nicht ins Auto, das ist alles in Scheiße. Mit den Dingen da bin ich mehr als happy. Die sind zwar relativ schwer, aber was das Geile ist, die haben halt ein super kleines Packmaß. Die kannst du hinter den Sitz legen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was man zum Tor hat, du hast da so einen Hebel. Das war's. Nummer 1. Nummer 2. Sieht man, es geht super schnell, dass die zum Aufbauen sind. Ich habe oben noch 12 mm Holz drauf gemacht, damit wenn man schneit oder sonst irgendwas, dass man einfach durchschneiden kann, dass da keine Probleme nicht gibt. Und was das Geile ist, die haben links und rechts so Aussparungen. Da habe ich einfach so bohrende Leisten hergerichtet. Die kann man einfach da links und rechts rein. Einmal und zweimal und dann ist das eine brutal stabile Sache. Da kannst du drauflegen, was du möchtest, wenn du jetzt ein Tier zum Arbeiten hast oder sonst irgendwas, ist das eine super Sache. Kann man einfach wieder raus da, auf Zeiten legen, überhaupt kein Stress. Und was das Geile ist, ich bin 1,92 groß. Das heißt, die meisten Bags sind mir immer zu klar. Jetzt muss ich die riesen groß bauen oder super kompliziert zum Verstellen. Bei denen ist das so, man kann die Füße ausfahren. Maximal bis 2,91 cm, wo es echt eine Hausnummer ist. So braucht man es aber eigentlich gar nicht. Aber schon dort auch nicht. Geht auch eigentlich rucki zucki, man schiebt einfach nur die Füße nach, die rasten dann ein. Und dann sieht man jetzt mal schon den Höhenunterschied. Und das ist eine angenehme Arbeitshöhe, auch für mich. Zum Zusammenbauen muss man dann die Füße wieder ein einfahren, sonst klappt man es nicht zusammen. Das zeige ich euch auch gleich einmal, weil es nämlich auch eine coole Sache ist. Man stellt es einfach nur auf, dann ist da erinnert ein Kipphebel. Ich drücke da gerade bei den Haxen rein zusammen. Und das war's. Das ist die erste Seite. Die zweite Seite. Und schauen wir wieder ein Packmaß, das ich senklos finde. Zum Zusammenschirm von den Füßen ist das auch wieder überhaupt kein Thema. Ich stelle es dann gerade dabei hin, wenn es wieder so ein Kipp. Also Kipphebel. Zusammen. Dann rein damit. Und es ist total egal, in welcher Reihenfolge man die Füße rein. Ich glaube, man muss nicht merken, welcher als erst sein muss. Was mich da bei der Erika immer gestört hat, bei der Tischgeister, weil da muss man immer schauen, was für einer klappt als erst. Das ist da überhaupt nicht der Fall, sondern du kannst einklappen, bis du lustig bist und dann halt die wieder verrammt. Coole Sachen, wie ich finde. Ich tue dann die Hölzel immer oben drauf und tue so ein Klettverschlussband mit und dann hast du es eigentlich immer dabei und ist beieinander. Und ich finde, das Packmaß ist einfach unschlagbar. So, das war jetzt eine kurze Vorstellung. Du kannst auf die Big, was heißt, ich kann 600 Kilo drauf, da über 600 Kilo, was kein Mensch braucht. Aber wenn du jetzt einmal eine Holzlieferung kriegst oder was und musst ein Ballon aufrichten, überhaupt kein Thema, das kannst du da alles draufwerfen. Wenn man das Holz runter tut, haben links und rechts zwar so Grip-Tapes drauf, wenn du jetzt draußen im Garten
irgendwelche Balken herrichst oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt nur das Holz drauf gemacht, damit, wenn du auf der Baustelle bist, dann hast du lackierte Sachen oder sonst irgendwas, dass du es einfach nicht verkratzt, dass du es einfach drauflegen kannst und so weiter und so fort. Wenn man die zwei Hölzer drin hat, habe ich in meinem Auto hinten noch eine große Multiplex-Platte drin mit einem Lochrasterbord. Die passt exakt da drauf, das heißt, ich habe einen riesengroßen Arbeitstisch dabei und kann da super gut arbeiten. Ich habe dann noch einen Festool-Turm dazu, auf einem Trolley drauf. Das heißt, ich habe eigentlich eine kleine Mini-Werkstatt, wo ich alles machen kann. Ich kann Kapsack draufwerfen, ich kann die Erika draufwerfen, ohne dass das Grundgestell ausklappt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und ich habe ein super kleines Parkhaus. Das ist jetzt einmal mein Eindruck von dem Bora Speedhorse XT. Das XT ist einfach nur, dass man es in Höhen versteigen kann. Und für mich gibt es da momentan eigentlich nichts Besseres. Die kosten jetzt halt 180 Euro, die zwei Dinger. Das ist schon eine Hausnummer. Aber ich finde, die haben auf alle Fälle jeden Cent wert. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also für mich ist es ein Top-Produkt. Es ist keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Ich habe mir die Dinger selber gekauft, weil es einfach wissen wird, wie die haben. Und ich bin mehr als zufrieden damit. Also ich hoffe, ihr taugt das. Und schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Servus, bis zum nächsten Mal.